Hallo, in diesem Video möchte ich Ihnen nur einen kleinen Trick zeigen, wie Sie einfach über die Eingabeaufforderung eine Nachricht über das Netzwerk an einen anderen Computer senden können. Voraussetzung ist natürlich, dass Sie die IP des Zielcomputers kennen und dass der sogenannte Messenger-Service auf beiden Computern läuft. Das kommt jetzt nicht wirklich überraschend, da die Mitteilung eben genau über diesen Service verschickt wird. Die Kommandozeile dient uns hier nur als Eingabemöglichkeit. Ich demonstriere das hier an zwei Windows XP-Rechnern. Das ist unser Zielcomputer, der blaue, der soll also die Nachricht empfangen. Und der grüne XP-Rechner wird die Nachricht verschicken. Funktioniert natürlich auf jedem Rechner, solange dort eben halt der entsprechende Messenger-Service läuft. Also auch auf Windows 2000, Windows 2003 und so weiter und so fort. Wir beginnen damit, indem wir erstmal eine entsprechende Batch-Datei erstellen oder erstmal den Notepad öffnen. Gibt es mehrere Möglichkeiten, auf dem leeren Desktop rechte Maustaste und dann einfach ein neues Textdokument erstellen. Öffnen, anwählen, übers Kontextmenü und da schreiben wir jetzt rein Echo off und dann Doppelpunkt A und dann Echo Messenger. Mal natürlich nochmal ein CLS vergessen, um den Bildschirm sauber zu machen. So, und jetzt set slash p n gleich user Doppelpunkt set slash p m gleich message Doppelpunkt und dann net send Prozent n Prozent Freizeichen Prozent M Prozent Pause und als letztes Go to A. Schauen wir uns kurz an, was das Skript bis hierhin macht. Echo off besagt lediglich, dass wir kein Feedback mehr erhalten von den entsprechenden Mitteilungen. Das A ist eine Sprungmarke. Dann wird der Bildschirm sauber gemacht mit Clear Screen, das ist eine einfache Ausgabe und hier nochmal das Echo off sorgt dafür, dass das Echo hier nicht selbst ausgegeben wird. Das heißt, wir erhalten hier nur Messenger. Dann werden zwei Variablen gesetzt, einmal die Variable n. Erscheinen wird bei uns nur der User, wir geben etwas ein in der Konsole und das Ganze wandert in die Variable n. Hier das gleiche, wir schreiben eine Mitteilung, wir bekommen im Screen Message Doppelpunkt angezeigt und unsere Eingabe wandert dann in die Variable m. So, und danach wird der eigentliche NetSend Befehl ausgeführt und an diesem Befehl werden die Parameter n und m übergeben. Dann gibt es eine kleine Pause, also das heißt, wir sollten dann auf Eingabe drücken in unserer Kommandozeile und nachdem wir das gemacht haben, springt unser Programm zurück zu unserer Sprungmarke A und theoretisch beginnt das Ganze dann wieder von vorne. Also speichern wir das Ganze erstmal ab, Datei speichern unter, Desktop ist für mich hier okay. Hier als Dateityp wählen wir allerdings alle Dateien an, das ist wichtig. Denn ansonsten, egal wie wir das Dokument benennen würden, würde Windows auf jeden Fall ein .txt dahinter setzen. Und jetzt können wir das einfach mal als message.bat benennen und danach dann einfach auf den Speichern-Button klicken. So, das Ganze sollten wir jetzt als message.bat auf dem Desktop haben und starten wir mal die Datei. Hier ist jetzt unser Messenger. Und Command.exe wartet auf unsere Eingabe. So, User ist die IP 192.168.220.128. So, Message ist Hallo Welt. So, jetzt wird das Ganze per NetSend verschickt. Schalten wir mal um und hier warten wir einen Moment, da kommt's. Hallo Welt und natürlich steht der Absender da. Ist jetzt ein bisschen schlecht zum Zoomen. Beim zweiten Mal funktioniert es auch nicht. Aber es funktioniert auf jeden Fall, dass es angekommen ist. Vielleicht ist es cleverer, das so zu machen. Nein, auch nicht. Okay, dann eben nicht.
Also, Nachricht kommt an und hier auf unserem sendenden Computer ist jetzt zum einen eine Bestätigungsmeldung eingetroffen, dass die Nachricht verschickt wurde und dann eben der Pausebefehl, den wir eben hatten, drücken Sie eine beliebige Taste und wenn wir die drücken, dann landen wir wieder an unserer Sprungmarke A, wo wir dann theoretisch eine weitere Mitteilung verschicken können. So, wenn der andere das Skript jetzt auch hat und wir das Ganze hier so ein bisschen minimieren, hat man darüber relativ schnell einen Chat für Arme realisiert. Okay.